So, meine lieben Friends, heute wieder mal ein geschmackiges Testvideo. Heute für mich, für euch die nächsten anderthalb Wochen. Drei Videos zu dem Bike. Das erste Video, der erste Eindruck, beziehungsweise auch die ersten Fahreindrücke. Also eben, sprich Ergonomie, wie sich's drauf sitzt, Optik. Dann im zweiten Video Performance, heißt wir fahren auf die Autobahn, versuchen Topspeed zu messen, beziehungsweise was heißt zu messen, zu testen. Dann machen wir einen Soundcheck im zweiten Video und dann werden wir auch noch auf meine Hausstrecke fahren und ein paar Kurven ballern und mal schauen, wie das Ding kurventechnisch so fährt. Und im dritten Video geht es dann einfach nur um die Technik des Motorrads und mein persönliches Fazit. Das sind immer so die entspanntesten Videos für mich, da quatsche ich einfach nur ein bisschen Blödsinn. Das Bike gehört einem sehr, sehr guten Kumpel von mir. Der ein oder andere wird es auf meinem Kanal schon gesehen haben in ein paar Videos. 1000er Gixxer 1 Million Edition, limitiert. Davon gibt es, wenn ich mich nicht irre, 1985 Stück. Wir haben hier die 1581. Wir haben einen Bodes Endtopf verbaut. Wir haben Griffe. Wir haben einen Kurzhubgasgriff. Der ist verbaut. Kurzes Heck und ansonsten nur noch ein paar Kleinigkeiten hier mit dem Kettenspanner, zum Beispiel von Litec. Solche Geschichten, ein bisschen Carbon dran. Aber sonst eigentlich nicht viel verändert. Sonst eigentlich relativ serienmäßig gehalten. Das Ding finde ich aber auch bei solchen limitierten Editionen ganz geil, wenn da nicht allzu viel gemacht wurde. Hier hängt noch eine Haarklammer. Nice. Der Anker. Ja, Freunde, erster Eindruck von dem Bike optisch. Ich muss sagen, ich kenne das Bike ja schon. Also ich bin sie zwar noch nicht gefahren. Ich bin tatsächlich schon drauf gesessen. Also der erste Sitzeindruck ist leider nicht ganz so authentisch, wie ich es sonst immer mache. Der Kollege hat das Bike halt jetzt schon auch seit anderthalb Monaten. Klar, habe ich mich mal drauf gesetzt. Es war eigentlich auch gar nicht geplant, ein Video von dem Bike zu machen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ja komm, so kannst du dich mal draufsetzen. Erster Sitzeindruck ist jetzt nicht hundertprozentig da. Den hatte ich schon, aber sollte trotzdem funktionieren. Erster Eindruck von dem Bike, wenn es um Optik geht. Am Anfang hat mir das Ding wirklich, ja, also 1000er Gixxer aus der Generation hat mir schon immer gut gefallen. Das war nie das Thema. So, vor allem von der Front und vom Heck. Die zwei Parteien sind einfach voll mein Ding. Aber was mich bei der 1 Million am Anfang ein bisschen gestört hat, war dieser rote Einsatz hier vorne drin. Das ist halt einfach 1 Million Thema. Da sieht man auf den ersten Blick, okay, das ist eine 1 Million. Fragt mich bitte nicht, wieso das Ding 1 Million heißt. Ich glaube, irgendwie 1 Million Gixxer oder 1 Million Suzukis wurden damals gebaut. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat mir dieses Rot am Anfang nicht so getaugt vorne drin und auch hinten im Heck, diese separaten Parteien. Aber mittlerweile muss ich sagen, auf Englisch sagt man so schön, it's growing on me. Langsam gefällt es mir immer besser. Vor allem, weil ich jetzt auch weiß, das wusste ich früher nicht. Auch beim ersten Mal, wo ich das Bike gesehen habe, wusste ich das auch nicht. Aber man weiß halt einfach, okay, das ist eine 1 Million. Das ist eine Sonderedition. Die ist limitiert. Die gibt es nicht so oft. Und das strahlt dieses Ding halt auch aus. Das ist halt so, ja, ein Blickfänger, muss man schon sagen. Irgendwo. Ob es einem jetzt gefällt oder nicht, ist jetzt eine andere Sache. Wie gesagt, mir hat es am Anfang auch überhaupt nicht gefallen. Mittlerweile finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, weil man halt damit was verbindet mit dem Design. Also die ist nicht einfach nur ohne Grund so außergewöhnlich, sage ich jetzt einfach mal. Das hat schon seinen Sinn, weil es einfach eine 1 Million ist. Ansonsten muss ich sagen, was mir tatsächlich bei Gixxer nicht so gut gefällt, aber das ist halt auch immer Geschmackssache, finde ich die Felgen. Diese drei Speichen geschwungenen Felgen. Das ist nicht so mein Ding. Da finde ich es bei Yamaha zum Beispiel geiler, bei der R1, zumindest bei meiner oder bei den Fireblades. Dieses Mehrspeichen-Design, dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Y-Speichen sind es ja nicht. Aber auf jeden Fall dieses Design. Aber es ist Geschmackssache. Ansonsten finde ich das Ding optisch mittlerweile ganz geil. Und man muss sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr großes Motorrad. Nicht von der Höhe her, das geht, aber von der Breite her und so, wie das Ding dasteht, das ist schon einfach ziemlich wuchtig, dieses Teil. Es ist alles andere als ein kleines Motorrad. Die kommt schon wirklich sehr breit daher. Auch wenn man drauf sitzt, und das werden wir jetzt auch sofort machen. Was halt bei Gixxer, ja, daran kann ich mich noch erinnern, was halt bei Gixxer sofort auffällt, das ist halt krass, das taugt mir richtig, ist, dass sie sehr, sehr schmal sind. Sehr, sehr schmal. Also auch gerade diese hier jetzt, ich bin jetzt auf einer 600er tatsächlich schon mal gesessen, muss ich sagen. Ich bin schon mal auf einer 600er gesessen, das ist aber Jahre her. Da kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, wie das war. Aber bei der hier, die ist halt ultraschmal. Also ich komme hier extrem gut mit meinen Füßen runter und ich habe ja da immer so ein kleines Problem, sage ich mal. Ich bin 1,71 groß, habe relativ kurze, dicke Beine. Dementsprechend habe ich auf vielen Supersportlern immer das Problem, dass ich da keinen wirklich festen Stand habe. Hier absolut kein Thema. Die baut so schmal hier am Tank und am Sitz, das ist absolut kein Problem. Also eine 1000er Gixxer, zumindest diese Generation, bei den anderen weiß ich es nicht, aber diese Generation Gixxer kann man auch als kleiner Mensch ohne Probleme fahren. Da sehe ich absolut kein Thema. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ansonsten, Sitzposition, man sitzt hier schon extrem weit nach vorne gebeugt drauf. Es ist sogar ein bisschen krasser als auf meiner R1. Und auf meiner R1 sitze ich schon sehr gestreckt. Da fühle ich mich noch kleiner, als ich es eh schon bin. Aber so an sich ist es bequem. Also es passt schon. Für Supersportler, was
was es mir halt wirklich gibt, ist der Tank. Wir haben keine Tankpads, fällt mir gerade auf. Das nervt mich ein bisschen. Tankpads, ich sag's euch Leute, Tankpads sind einfach der Ultra-Shit. Ist einfach so. Tankpads sind der Hammermann. Ohne Witz. Wer keine hat, legt euch welche zu. Ja, ich komme sogar hier. Ich muss mich nicht mal unheimlich Chaps draufsetzen. Ich habe einen Fuß auf der Fußraste und den anderen unten. Ich bin komplett mit dem Fuß unten. Also sicherer Stand ist hier hundertprozentig gegeben. Das taugt mir richtig gut. Sitz ist auch relativ weich sogar. Finde ich auch ganz geil. Sehr, sehr komfortabel. Ist nicht so hart wie bei der R1 beispielsweise. Sehr, sehr nice. Das taugt mir sehr. Freunde, ich habe auch heute das Sound-Setup dabei, das POV-Sound-Setup. Denn dieses Ding, sage ich euch, klingt abartig geil. Und das muss ich einfangen. Im zweiten Video, wenn wir dann Kurvenballern gehen und auf die Autobahn gehen, läuft der Audiorekorder hinten drin. Ohne Windgeräusche, einfach nur Motorsound bei Last. Das wird fetzen, glaube ich. Da freue ich mich richtig drauf. Aber ja, so viel zum Thema erster Eindruck. Die kommt halt schon wirklich brutal breit daher. Also das ist wirklich, wenn ihr euch das anschaut, die Verkleidung geht hier bis an die Lenkerstummel fast außen hin. Bei der A1 ist das ungefähr hier Ende. Also das Ding kommt schon brutal wuchtig rüber. So, erstes Startup. Analoger Drehzahlmesser ist halt einfach der Shit, Freunde. Ohne Witz, analoger Drehzahlmesser. Oh yeah. Oh yeah. Oh, die Kupplung kommt ja brutal früh. Och, du Scheiße, okay. Und wir können es nicht einstellen. Wir können die Kupplung nicht einstellen. Fuck, die Kupplung kommt ja sofort. Oh, Freunde, ich sag's euch. Soundcheck und Autobahn bzw. Kurvenballern wird anders schallern. Boah, die klingt richtig geil. Oh yeah. Oh yeah, Freunde. Oh yeah. Ich sag ja immer so, rein Vierzylinder-Sound, dieser normale Sound, also vom konventionellen Vierzylinder, so wie zum Beispiel bei diesem Bike hier, ist eigentlich nicht so mein Ding. Es gibt nur zwei Bikes, wo ich diesen Sound krass feiere. Und das ist einmal BMW S1000 RR, erste und zweite Generation, beziehungsweise dann eben auch S1000 R, also die Naked Bike Variante, klar, weil gleicher Motor und so. Und Yamaha R6, RJ15, beziehungsweise RJ11, so die Generationen. Da muss ich sagen, konventioneller Vierzylinder-Sound, abartig geil. Ich bin eigentlich nicht so der Fan davon. Ist einfach nicht mein Geschmack. So, was heißt nicht so der Fan davon? Ja, taugt mir einfach nicht so. Blinker auch alles super gut zu erreichen. Hier die ganzen Knöpfe sind halt echt groß. Ah, Lichthupe haben wir anders bei diesem Motorrad. Okay. Schalter sind alle sehr, sehr groß, was das alles gut zu erreichen macht. Pass hier, Lichthupe haben wir anders. Normalerweise haben wir hier auch eine Lichthupe. Ah, nee, das ist für einen Modus. Okay, hier hinten dieser Schalter ist ja eigentlich bei anderen Motorrädern Lichthupe. Hier stellst du bei diesem Schalter den Modus ein. Was ist los, Bro? Okay, Blitzer. Okay, passt, danke dir, Bro. Gerade einen Anruf bekommen, an unserer Teststrecke steht ein Blitzer, aber genau da, wo er uns nicht stört. Nice. Ne, Freunde, zurück zum Thema. Lichthupe eigentlich hier bei anderen Bikes. Hier ist es der Modus. Wir bleiben in A und Lichthupe ist bei der Gixxer hier über diesen Schalter. Bisschen was anderes. Aber gut, Gixxer ist generell ein bisschen was anderes. Bei Gixxer musst du nämlich auch zum Motor starten, die Kupplung ziehen. Boah, also gerade, dass ich das Ding nicht abwürge, Mann. So eine frühe Kupplung bin ich nicht gewohnt. Oh, Fehlzündungen sind sowas von am Start. Ja, Mann. Ich hab Bock, Freunde. Wir werden jetzt nur ein bisschen durch die City fahren. Was heißt durch die City? Wir werden eigentlich fast nur geradeaus fahren in diesem Video, um eben Ergonomie und dieses ganze Thema, den ersten Eindruck eben, mal auf die Kette zu bringen. Ich muss sagen, das Ding taugt mir extrem. Wirklich. Wir haben halt auf diesem Bike hier absolut keine Assistenzsysteme. Wir haben keine Traktionskontrolle. Soweit ich weiß, ich glaube, wir haben keine Traktionskontrolle. Wir haben auf jeden Fall keine ABS. Wir haben kein Kurven-ABS. Wir haben keine Stabilitätskontrolle, wir haben gar nichts. Dieses Ding ist einfach nur fahr oder fahr nicht. So, dieses Ding hat absolut keine Assistenten. Dieses Ding scheißt auf deine Sicherheit. Vor allem haben wir, ich weiß es nicht genau, ich habe es noch nicht nachgeschaut, um die 180 PS, 183 oder sowas. Also da geht schon ordentlich was vorwärts. Und rein Vierzylinder, die meiste Leistung haben wir oben raus, beziehungsweise generell die Leistung haben wir oben raus. Hier geht es halt erst los, so zwischen 8.000 und 10.000. Es ist zwar ein 1-Liter Motor, es ist immer noch eine 1000er. Die kommt von unten raus schon relativ gut, aber trotzdem rein Vierzylinder Zylinder immer noch nur oben raus wirklich Leistung. Es kann gut sein, dass ich demnächst auch meine Meinung ändere, was diesen Vierzylinderklang betrifft. Ich werde, wenn alles gut läuft, ich möchte jetzt nichts versprechen, aber wenn alles gut läuft, werde ich demnächst tatsächlich noch eine Honda CBR Fireblade SP, die aktuelle Generation fahren. Und die soll ja auch richtig schreien, wenn da die Klappe aufgeht bei dem Ding. Klappe haben wir hier auch eine. Übrigens, nur dass ihr es wisst, ist eine Unterdruck-Auspuffklappe drinnen.
Bruder, schau dir mal die Bremsen an. Die machen Geräusche, mein Freund. Boah, okay, das Ding macht echt Spaß. Das Ding macht echt einen guten Klang. Komforttechnisch ist das Ding echt eine Wucht. Das ist wirklich nice. Ich komme richtig gut damit klar. Ah, ich muss sagen, hier Komfort, draufsitzen und so, ist echt in Ordnung. Also das Geile ist halt, dass dieser Tank, wie gesagt, sehr, sehr schmal ist. Man sitzt halt sehr im Motorrad drinnen. Man ist sehr eingebaut im Motorrad. Und das taugt mir persönlich sehr. Weil bei Yamaha ist es ja immer so, R6 und R1 Modelle, du sitzt eher auf dem Motorrad drauf, vom Gefühl her. Das siehst du ja auch schon, wenn du seitlich auf dem Motorrad drauf schaust. Hier ist der Tank viel höher. Und dafür ist halt bei der R1, bei meiner zum Beispiel, der Sitz viel höher als der Tank. So, in dem Sinne. Wisst ihr, was ich meine? Und mir taugt es, dass du hier voll im Motorrad eingebaut bist. Das taugt mir sehr. Vor allem die Sitzposition an sich, dieses langgestreckte, ich bin's halt schon gewohnt. Für jemanden, der das nicht gewohnt ist, könnte das tatsächlich ein Problem werden. Oder zumindest braucht man dafür wahrscheinlich ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber ich bin es schon gewohnt durch die R1. Dementsprechend ist das hier für mich kein großer Unterschied. Das passt für mich. Ja, nimm mir die Vorfahrt. Okay, das machen wir nicht. Mit Zwischengas schalten, das habe ich bei dem Bike hier noch nicht so drinnen. Dadurch, dass die Kupplung so früh kommt und ich das nicht gewohnt bin. Es war gerade leicht peinlich, hoffentlich hat das keiner gesehen. Dieses unten raus, unter Last Gas geben in den unteren Drehzahlen, Mann, das klingt so geil. Die Fehlzündungen, Mann. Holy shit, dieses Bike gefällt mir. Auch vom Fahren her, zumindest jetzt die ersten Meter. Ich verstehe absolut, warum der Kollege... Wieso sage ich eigentlich immer Kollege? Manche von euch wissen eh schon, wer es ist. Diejenigen, die mich ein bisschen verfolgen. Das ist der gute Zara. Dem gehört dieses Bike. Ich kann verstehen, warum Zara dieses Bike so fühlt. For real. Ich kann es absolut nachvollziehen. Zumindest jetzt so beim Cityfahren hier gemütlich hincruisen. Absolut entspannt, das Ding zu fahren. Wirklich. Also geht voll klar. Was mir jetzt gerade auffällt, weil ich gerade die Knie an den Tank gepresst habe. Hier ist es heiß, aber das ist auch der Rahmen, der ist direkt neben dem Motor, klar, dass der warm wird. Nur, weil es mir gerade aufgefallen ist, weil ich es gerade bemerkt habe, da wird es ein bisschen warm. Mit einer Ripped Jeans ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Und ja, ich sehe die Kommentare schon wieder, fährst eine Tausender mit Ripped Jeans, ohne Schutzkleidung, bla bla bla. Tut euch keinen Zwang an, schreibt gerne Kommentare, so viel ihr wollt, auch so böse ihr wollt, jeder Kommentar pusht meine Videos. So, zurück zum Thema. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das für eine Generation ist. Ich glaube, es ist eine L3, wenn mich nicht alles täuscht. 2013er. Machen jetzt hier mal ein bisschen so. Ja, ich erinnere mich, okay. Ich bin ja letztens auch die Hypermotard gefahren, die 59, ne? Und die hatte ja den, ich glaube, Diablo Rosso 3. Diese hier, ich habe in dem Video von der Hyper ja gesagt, dass ein Kollege von mir den gleichen Reifen fährt und die gleichen Probleme mit dem Reifen hat, wie ich auf der Hypermotard hatte. So, und das merkt man hier. Da ist auch wieder dieses komische Kantending drinnen, dass der einfach quasi in der Mitte nicht so rund baut und dann aber an der Seite umso runder. So eine Art Kante, die da drinnen ist. Und das erinnert mich hier, ja, man merkt's. Ich bin gespannt, wie sich das Ding fährt, wenn das wirklich mal in Schräglage ist. Weil er meinte nämlich, dass die Gixxer relativ schwerfällig ist. Also nicht im negativen Sinne, sondern dass die einfach sehr stabil ist. Und das merke ich hier auch. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Dieses Gefühl, was ich hier gerade beim Schlangenlinienfahren habe. Und zwar von meiner R1. Er ist meine R1 auch schon gefahren in dem Sudelfeld-Video. Ich weiß nicht, ob das schon online ist oder noch online kommt. Aber auf jeden Fall ist er meine R1 gefahren. Und ich meinte da zu ihm, Bro, das Ding wird dir wahrscheinlich keinen Spaß machen. Denn sie ist schwerfällig. Also dieses Hin- und Herwerfen ist auf der R1, ja, da musst du schon ackern. Und als er sie dann gefahren ist, meinte er dann, hey, das geht voll klar. Das ist absolut easy. Meine Gixxer ist da viel schlimmer. Ja, und jetzt weiß ich auch, was er damit meint. Kann ich absolut nachvollziehen. Im Verhältnis zu meiner R1 ist die hier wirklich schwerfällig. Boah, ich freue mich auf die Audioaufnahmen, Leute, aus dem zweiten Video. Boah, da habe ich richtig Bock drauf und ich glaube, da habt ihr auch Bock drauf. Boah, wird das geil. So ein bisschen Pure Sound mit ein bisschen Commentary dazu. Boah, das Ding schreit richtig. Das Ding schreit mal anders. Bremsentest haben wir noch keinen gemacht. Den machen wir jetzt. Hinter mir ist weit und breit keiner. Wir haben kein ABS. Dementsprechend werden wir mal kurz hier Bremsung reinhauen. 65 km/h. Ja, okay. Passt. Wir haben Brembo-Bremsen. Übrigens. Ich muss sagen, bisher ist da aber noch nicht so viel mit Tausender Leistung und Schub und so, ne? Also, habe jetzt irgendwie gedacht, da kommt ein bisschen mehr, tatsächlich. Aber gut, wir waren auch jetzt, ich glaube, bei 10 oder 11.000 oder so. Wir drehen bis 13.57. Also dementsprechend lassen mal ein bisschen Platz. Nee,
das fühlt sich irgendwie nicht wie eine Tausender an, bin ich ehrlich. Was mir jetzt gerade noch auffällt, ist, dass die Fußrasten ziemlich krass vibrieren. Es kitzelt ein bisschen an den Füßen. Aber mein rein Vierzylinder ist halt normal, dass es in einem bestimmten Frequenzbereich anfängt zu vibrieren. Wenn ich jetzt hier in den sechsten Gang schalte, absolut kein Thema bei unteren Drehzahlen. Auch bei den oberen Drehzahlen geht es dann wieder raus, dann ist es nicht mehr. Aber rein Vierzylinder in einem bestimmten Drehzahlbereich vibriert der Motor einfach so krass, dass du das am ganzen Bike merkst. Und dann kitzelt es halt ein bisschen an den Füßen. Aber ansonsten ist das kein Problem. Da fährt man halt einfach eine andere Drehzahl und dann war's das. Ah, ich weiß wieso. Ah, wir haben ja Power-Modi. Machen wir mal im 1. Ja. Okay, alles klar. Wir waren im C-Modus. Wir waren im falschen Modus. Jetzt fühlt sich's nach einer Tausender an. Ja, Mann. Okay, gut. Wir bleiben im A-Modus. Nicht, dass ich das wieder vercheck, wie bei der Ducati, bei der Panigale. Ei. Okay. Autobahn habe ich Bock drauf. Ja, Fazit. Geil. Ultra komfortabel. Sehr schöne Leistungsabgabe. Kupplung kommt halt sehr, sehr früh. Mit einem anderen Hebel könnte man da ein bisschen was einstellen, wenn man möchte. Oder man gewöhnt sich einfach dran. Ich würde es tatsächlich ein bisschen anders einstellen. Mir taugt es jetzt nicht so krass. So, ich fahre jetzt hier mal schnell hin, um eben mein Soundsetup zu aktivieren. Das ist halt auch geil. Dadurch, dass die so schmal ist und ich da so gut auf den Boden runterkomme, ich bin das nicht gewohnt auf einer Supersportler, sage ich euch ehrlich. Das taugt mir gerade richtig. Kann ich die auch einfach schieben? So, also ganz easy. Das ist geil. Fühle ich absolut dieses Motorrad. Ohne Witz. Das ist, ja Mann, geil. Ansonsten, Bremsen top. Brembo-Bremsanlage, was soll da nicht top sein, wenn wir mal ehrlich sind? Finde ich gut. Jetzt finde ich sie ultra geil. Auch optisch, weil ich jetzt weiß, wie sie fährt. Zumindest die ersten Meter. Ja, Freunde, ich beende das erste Video hier. Die ersten Fahreindrücke sind vorbei. Ich werde jetzt nur meinen Audi-Recorder schnell anschmeißen. Und dann fahren wir direkt auf die Autobahn, unbegrenztes Autobahnstück. Und schauen mal, was das Ding so kann. Mit geilem Sound. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das habe ich zweimal gesagt. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.